herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Igose. Liebe Leute, es geht weiter. Wir brauchen, und das haben wir in der letzten Folge festgestellt, doch Gold, Eisenerz und Kohleerz. Das sind die drei Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Ich will und wir wollen auf jeden Fall hier diesen Tiefenbohrer herstellen. Dazu brauchen wir den tiefen Sprit-Komposter. Das sollten wir eigentlich soweit alles haben. Stahlbarren. Wir brauchen Rennofen. Rennofen ist das Ding überhaupt. Ja, und das, ja, wir müssen das abfahren. Wir müssen alles abfahren, was geht. Ich denke, wenn wir jetzt zwei Touren rüber machen, ich hoffe, wir finden da wirklich Gold. Das wäre total traumhaft. Sonst müssen wir uns echt nochmal umgucken. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das geht soweit. So, ich werde mal alles Überflüssige, was wir nicht brauchen jetzt gerade, werde ich mal zurückpacken. Hier rein, da rein, Fasern auch. Kühlverband können wir mal hier mit hinpacken. Und die Pfeile, die werden wir auf jeden Fall brauchen. So, wie sieht es denn hier aus? Hier wird weiter fleißig Eisen produziert. Das soll auch so sein. Das ist okay. Wir brauchen übrigens Schwefel. Ich will mal kurz gucken. Für Schießpulver, wenn wir Waffen herstellen wollen, brauchen wir extrem Schwefel. Also wir brauchen zwei Bohrer. Den Eisenbohrer für da unten. Ja, und den Schwefelbohrer für etwas weiter weg. Dafür brauchen wir natürlich auch Biosprit. Das heißt, unser erstes Ziel ist jetzt, den Biosprit-Komposter herzustellen. Das schaffen wir dann mit Stahlschrauben. So, das machen wir jetzt auch mal. Ich glaube, wir haben hier Rennofen. Jawohl. Und wir sollten aus Rennofen Stahlbarren herstellen. Ich hoffe, das wird 1 zu 1. Ja, das geht 1 zu 1. Das bedeutet, wir machen das Eisen hier raus, wir machen Platin, wir machen alles raus. Wir hauen den Rennofen rein und lassen den erstmal durchjuckeln. Dann lassen wir das Eisen durchbraten. Dann kann das ganze Kupfer durchgeschmolzen werden. Dann kann der Platin durchgeschmolzen werden. So, das ist das, was wir jetzt machen. Das lassen wir erstmal durchlaufen, denn wir brauchen Stahlschrauben. Das machen wir aus dem, genau. Biokomposter, Eisenbarren, Kupferbarren. Ja. Das läuft. Das läuft für sich, würde ich sagen. So, da haben wir noch Siliziumoxid. Wir haben sogar noch Siliziumoxid. Das ist sehr schön. Und Siliziumoxid machen wir nämlich Glas draus. Und das haue ich hier auch nochmal mit rein. Passt. So, wir gehen farmen. Leute, müssen wir machen. Hilft nicht anders. Wir gehen nochmal rein und holen so viel raus, wie geht. Als erstes Gold gucken. Das ist das Erste. Ich hoffe, ich habe Gold gefunden. Ich hoffe, da muss irgendwo Gold drin sein. Schöner Stack Gold. Und wir brauchen natürlich Rennofen, wie blöd. Das ist halt einfach Fakt. Irgendwo muss hier Gold sein. Da ist Gold. So, und dann nehmen wir natürlich jetzt noch unser letztes, was geht. Ich hoffe, es ist hier noch ein zweites Mal irgendwo Gold. Oh nein, 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 nein. Das war nicht gut. Was brauchen wir dafür? Fackel, 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 Fackel. Wartet mal. Die Holzfackel nicht freigeschaltet. Laterne. Aha. Hier kommt erstmal raus, bevor wir eine Lungenentzündung bekommen. Das muss nicht sein. Okay, nehmen wir mit. Essen tut immer gut. So, wir werden uns mal ganz kurz hier oben hin begeben, um nachzudenken. So, mal ganz kurz gucken, bitte.
Das können wir natürlich noch machen. Laterne ist natürlich schon eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Stahlmesser brauche ich noch nicht mit Platinmesser. Das ist viel, viel wichtiger. So, wir bleiben mal hier stehen. Ich will gucken, wo ist die Holzfackel? Die haben wir hier mit Sicherheit nicht. Das ist da oben. Rang 3. Biospritlampe, ja, das theoretisch haben wir, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Warum, 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 warum? Meine Güte, was ist denn los mit euch? Muss ich hier jetzt echt? So, was brauchen wir denn für die alte Fackel? Faser und Stöcker. So, Faser haben wir jetzt genug. Ich weiß, ich hätte auch zurücklaufen können. Will ich aber nicht. Ich will hier die Fackel herstellen. Dann ist das für mich genug. So, und wieder rein. So, perfekt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was haben wir hier nochmal gehabt? Titan. Okay, Titan brauchen wir nicht. Ich brauche Gold. Ich will nochmal Gold abfarmen. Ich hoffe, wir haben hier noch Gold irgendwo. Ich hoffe, das war nicht das einzige Gold. Aluminium. Okay, da ist noch Gold. Perfekt. So, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Kohleerz. Oha, okay, kaputt. Was, ich bin überladen? Nein, warum bin ich überladen? 1 Kilo, 11 Kilo. Wieso denn, alter Schwede, 11 Kilo? Oh, das war schon heftig. Boah, ist das ein bisschen, das ist, boah, 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 boah. Okay, Stapel teilen, fallen lassen. Muss ich mir merken. Okay. Zurück. Und dann kommen wir hier nochmal rein und holen noch ein bisschen Eisen raus. Ich glaube, Eisen wird Mangelware sein, was Stahlbarrenherstellung betrifft. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Oh, es wird kalt für uns. Eieieiei.
So. Hier rein. Kohle, Eisenerz, Eisenerz, Gold. So, Platin haben wir gemacht. Dann kann das da rein. Okay. Stellt es her. Es liegt tatsächlich an Eisen. Dann würde ich sagen, legen wir uns pennen. Sehr schön. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Eisen raus für Rennofen. Und dann geht's ans Herstellen, Leute. Ich bin gespannt, was wir für Biosprit brauchen. Ob wir wohl Fasern brauchen oder sowas. Und müssen wir noch einen Komposter herstellen. Ich hoffe, es geht mit Fasern. Aber Fasern wäre schon toll. Fasern wäre schon toll, ne? Das alles über Fasern laufen zu lassen. Hier haben wir was hingelegt. Zwei Eisenerzadern. So, wenn wir noch einmal mit Eisenerz voll. Bis nichts mehr geht. Da wäre auch noch Gold, aber Gold ist jetzt nicht so wichtig. Den Weg raus wird mit Sicherheit noch irgendwo mal da ist noch Eisen. Ach, jetzt habe ich eine Lungenentzündung. Zu lange drin gewesen. Fallen lassen. Okay. Lungenentzündung müssen wir aussetzen. Sind knappe 10 Minuten. Ist halt so, wie es ist. Oh, bitte, bitte versperr mir hier jetzt nichts. Elefant. Lieber Elefant. Lieber Elefant. Am liebsten wäre mehr, wir würden ja drei Bohrer herstellen. Das wäre mir am liebsten, weil wir haben Erz, also das Eisenerz hier vor der Hütte. Wir haben ein bisschen weiter hinter uns Schwefel und rechts von uns, also in der Richtung, glaube ich, dieses Siliziumoxid. Und ich glaube, das brauchen wir auch noch. Das wird auch noch recht wichtig für uns. So, Rennofen. Zack, 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 alles rein. Gold können wir natürlich nicht verwenden. So, aber wir können das noch verwenden. Perfekt. So, Gold kann damit rein. Es wird gerade Platinerz gemacht. Was richtig lange dauert. Übel, übel, übel. Aber gut, das muss so.
Das muss so. So, Biosprit-Komposter, liebe Leute. Das ist das, worauf wir hinaus wollten. Wir brauchen 8 Kupferbarren. Wir brauchen Stahlschrauben. Das heißt, wir brauchen 2 Stahlbarren. Wir nehmen mal die hier. So. Könnten wir hier herstellen, ne? Ja. So, da machen wir einmal herstellen. So, 100 Stück. Das ist super. Das hätten wir. Dann haben wir Eisenbarren und Kupferbarren. Ich nehme einfach mal je ein Stack. Eisenbarren, Kupferbarren. Und damit können wir den Biosprit-Komposter herstellen. Sehr ordentlich. Und da schauen wir uns doch mal an, was der so zu machen hat. Was der so zu machen hat, ist auch doof. Biosprit-Komposter, wisst ihr was? Den stellen wir raus. Den stellen wir hier um die Ecke. So, was braucht er denn? Was braucht er denn? Also, wir können Biosprit herstellen aus Fleisch, Stöcker, Fleisch, Holz und das hier. So, ein Holz, ein Baumharz. Ist das effektiv? 5 Stöcker, ein Holz, Baumharz. Wir schauen mal kurz, wie viel braucht. Ich glaube, wir haben genug Baumharz. Das ist ja cool. Also nicht nur Faser. Es geht mit allen möglichen Sachen. Das finde ich ganz cool eigentlich. Stopp. Nein. Nein. Überlegen, 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 überlegen. Baumharz. Baumharz wollten wir gucken. So, Baumharz. Baumharz geht aus Stöcker. Perfekt. Baumharz geht aus Stöcker. Wir haben hier noch Baumharz. Ich will noch mal Baumharz herstellen. Maximum 75. Immer rein damit. Aber wir haben erstmal Rennofen fertigstellen. Das ist okay. Baumharz. 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 Und Holz. Holz haben wir. Wir haben schon Baumharz eingesackt. Wir haben den Stahlbarren noch. Ich will den Stahlbarren hier wohl mit reinpacken. Ich werde auch den Stahlbarren damit reinpacken. Die 4 Platin-Sachen auch noch mit reinpacken. Alter Schwede, das kostet richtig, ne? Das kostet richtig. So, das Gewehr und die Schrotflinte kostet auch Stahl wie blöd, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Alles wird gut. Wir werden jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt die beiden Holzblöcke nehmen. Einen davon werde ich da reinpacken. Wähle Rezept. Das hier möchte ich gern. Erfordert Gefäß zur Aufnahme. So, das heißt, wir brauchen noch Biospritkanister. Das machen wir, glaube ich, auch aus Eisen. So, dann werde ich hier noch Stöcker herstellen. Maximum. Bumm, zack, 100. Einfach durch damit. Das passt soweit. Hier kann ich das nicht herstellen, aber ich kann es hier herstellen. Und zwar Biospritkanister. 3 Stück. Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Wir machen mal 2. Wir machen mal 2. Das sind nämlich schon 50. Alleine das sind schon 50 Eisenbarren. Finde ich schon viel. Genau. Genau. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal völlig. Und das packen wir einfach hier mit rein. Und jetzt wird Treibstoff hergestellt. Oha! Das ist wenig. Das ist echt wenig. Aber lasst es laufen. Lasst es laufen. Es ist cool. Es ist richtig cool. Das heißt, wir müssen Holz hacken. Holz hacken wird das nächste sein. Definitiv. Holz hacken wird das nächste sein. So, Lungenentzündung ist noch ein bisschen da. Deswegen werden wir uns hier so ein bisschen noch aufhalten. Alles ist gut. Platin, 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 Platin. So, dann schauen wir mal weiter.
Stahlbarren für den Sauerstofftank und für die Feldflasche. Das sind jetzt zwei Sachen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Einmal die Feldflasche herstellen und dann brauchen wir noch 4 Stahlbarren. 4 Stahlbarren. Sollen wir den Rennofen mit reinnehmen? Das können wir auch noch mitnehmen. Dann werden wir das Platin hier mal rausziehen. Auch das werden wir rausziehen. Auch das werden wir rausziehen. Und wir werden das reinschmeißen, damit das gemacht wird. Dann kommt das rein, dann kommt das rein. Platin zum Schluss. Platin zum Schluss. Ich will es bis zum Schluss aufheben. Wir können die Eisenbarren da noch reinpacken. Wir brauchen noch 2 Stahlbarren. Damit wir uns den Epoxid brauchen wir noch. Epoxid, 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 Epoxid. Wie viel brauchen wir denn davon? Ich will jetzt nicht zu viel Epoxid herstellen. 4. Und den. Sehr ordentlich. So, dann haben wir den. Dann haben wir den. Stopp. So, die beiden Sachen können weg, theoretisch. Packen wir da mal mit rein. Und ich glaube, der kann... Oh doch, der kann da rein. Ich hatte schon Bedenken. Ich hatte schon Bedenken. Wir müssen auf jeden Fall noch Oxide besorgen. Das müssen wir auf jeden Fall. Machen wir auch. Und wir bringen den Treibstoff darüber. Ja. So, Oxid, 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 Oxid. Ist da vorne. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Oxid mit. Da vorne ist noch Silizium Oxiderz. Und dann heißt es jetzt erstmal auch warten an der Stelle. Muss man auch mal ganz klar so sagen. Ich bin begeistert. Irgendwo hier vorne war diese Abbaustelle. Wie ihr seht, wir haben hier vorne alles platt gemacht. Ja, gibt keine Holz, gibt gar nichts mehr. Apropos Holz, wir können noch mal ein bisschen Holz hacken. Das machen wir jetzt an der Stelle da. Für den Biosprit-Komposter. Ich hoffe, der Treibstoff reicht auch an der Stelle. Ja. Wir werden das beim ersten Bohrer an der Stelle definitiv sehen. Inwieweit das reicht.
So, dann zurück. 217. 100 packen wir in den Biospritkomposter, 100 packen wir für die Stöckererzeugung. Ich glaube, das ist ganz gut. Da sind wir ganz gut dabei dann. So, Tür zu. Nein, nicht Tür zu. Hier hin. 100 rein. So, Inventar. Zack, das dahin. So, dann kann das auffüllen. Das ist sehr, sehr schön. Das brennt durch. Was habe ich noch gemacht? Ja, genau. Die Stöcker, die sollten da noch mit hin. Also die 100 sollten darüber. Nicht? Na gut, dann machen wir es so. Brennofen habe ich zu viele. Ihr beiden geht darüber. Das brauchen wir dann an der Stelle auch nicht. Das geht darüber. Dahin und ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir packen das mal darüber. Hier wird fleißig Stahl produziert. Das gefällt mir sehr. Ist auch gleich durch. Dann kann Gold drankommen. Dann können wir ein bisschen Glas machen. Aber Eisen fehlt wieder. So, Biospritkomposter haben wir gemacht. Wir haben das gemacht. Jetzt geht es eigentlich daran, das hier zu machen. 10 elektronische Geräte. Uns fehlt auf jeden Fall Stahl. 24 Stahl, 24 Kupferbarren. Wir nehmen mal alles an Eisen raus und an Stahl, was wir bis jetzt produziert haben. Hauen das alles mal hier rüber. Und sehen, dass uns auf jeden Fall noch 24 Epoxid fehlen. Ansonsten hätten wir das und 20 elektronische Geräte. Also 24 Epoxid. Da gehen wir jetzt mal drauf. Epoxid können wir aus Knochen machen oder wir machen es aus Baumharz. Wisst ihr was? Wir machen es mal aus Knochen. Vier. So, 2. 2 mal 4 sind 8. Das heißt, 8 Knochen für einen Epoxid. 24 mal 8. Oh, das ist viel. Okay, aber wir haben ja Knochen. Ja, wir haben ja entsprechende Knochen. So, ich denke, das werden wir erstmal nicht mehr brauchen hier. So, dann mal das mal durch. 100. Und wir können auch noch ein bisschen Baumharz dazu mischen. Schlussendlich. Ja, wir lassen es mal. Passt. Wir lassen es mal. Hier 20 brauchen wir, ne? Ich glaube, wir brauchten 24. Müsste auf 25 hinhauen irgendwie. 24 herstellen. Zack. So, dann ist das. Läuft durch. Perfekte Sache. Dann haben wir diese Sachen. Das ist okay. Es sollte jetzt Gold kommen schon. Ja, sehr schön. Und das heißt, die elektronischen Geräte... Wir brauchen noch organisches Harz. Wo holen wir denn organisches Harz her? Organisches Harz. Oh, Oxid. Haha, wir brauchen Oxid. Sehr gut. Und Holz. Stapel teilen. Oxid und Holz. Organisches Harz, Maximum 17. Ja, wir haben es raus, komm. Alles rein, alles was geht. Und ja, komm. Wir machen noch das. Jetzt brauchen wir sowieso nochmal Epoxid. Das ist eine ganz klare Sache. Dann können wir auch gleich hinterher noch wieder 1, 2, 3, 4 von denen herstellen. 1, 2, 3, 4. Können wir gleich im Baumharz nochmal 100 Stück herstellen. Das läuft. Das läuft.
Dann haben wir das durch. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Genau, wir hatten das Baumharz noch. Da ist diese Geschichte für da gewesen. Wir brauchen noch ein bisschen Epoxid. Das haben wir, nehmen wir auch gleich mit. Baumharz wird gerade hergestellt. Das ist alles tippitoppi. Soweit. Zack, zack. So elektronische Geräte. Es fehlt jetzt echt nur das veredelte Gold. Das haben wir hier. Das nehmen wir einfach mal so mit. Das kann so durchbraten. Dann nehmen wir mal das Platin nochmal mit raus. Das ist nämlich das nächste, was gemacht werden kann. Nach dem Gold. Genau, das kann noch mit raus, das kann noch mit raus. Das kann alles rüber. Und dann haben wir elektronische Geräte. Wir brauchen eigentlich 20 Stück und wir können nur 8 herstellen, weil wir nicht genügend... Ahaha. Sonst hätten wir eigentlich alles, ne? Wir brauchen noch Epoxid. Wir brauchen noch Epoxid und wir brauchen noch... Ja, wir brauchen noch verdammt viel. Wir müssen auch Holzfarmen gehen. Wir müssen Oxidfarmen gehen. Wir müssen Holzfarmen gehen. Wir müssen Oxidfarmen gehen. Holz, Oxid und viel Schwefel. Holz, Oxid und Schwefel. Nice, Leute. Alles klar. Liebe Leute, ich würde sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz, ganz wichtig, lasst mir ein Däumchen nach oben, dann das ist totaler Blödsinn. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich lese es mir gerne durch und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.